Stimmt es, dass eine Frau mehr Hasanat bekommt, wenn sie unauffällige Farben schwarz-braun trägt? Es gibt nicht schwarz oder braun oder lila oder grün. Die Frau darf jede Farbe tragen, überhaupt kein Problem. Und was auffällig ist bei manchen, ist nicht auffällig bei den anderen. Und die Mode bestimmt das heute. Wir kehren jetzt zurück in die Mode 60, 70er Jahre. Ja, du wirst auch später sehen. Ja. Schaut mal jetzt die Haare. Jetzt diese Spanisch und die Leute machen die Haare so. So, das war damals. 60er, 70er Jahre. Auch die Klamotten, die Bekleidung. Das ist so. Und jetzt bei 20, 30 Jahren wird das anders. Deshalb Barakallahu fikum, dass man sagt, ja, die Frau sollte schwarz tragen oder sollte braun sagen. Oder die Frau kann weiß, kann blau, kann grün, wie sie will. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Und dass man sagt, das ist besser für sie, so zu tragen, da braucht man einen Beweis. Sonst fällt man in Bid'ah.